Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde. Schatten des Krieges mit mir, dem Mimeras und natürlich euch, den Zuschauern. Oh, mein Mantel sieht ja mega nett aus, so im Licht. Denkst du an deine Familie, Celebrimbor? Dein früheres Leben? 2536 Fuß? Da habe ich jeden Tag an sie gedacht. Das ist sehr lange her. So, wir haben heute zwei Ziele. Zwei Uruks müssen sterben heute. Das ist ein ganz anderer Weg, ey. Wo ist der andere? Wo bist du? Fuß, der ist da drüben. So, du kleiner Stinker, du wirst jetzt drauf gehen. Natürlich, natürlich konnte ich den nicht schleich töten. Das hatte ich auch vor, aber deine Leute sind eine verdammte Misere. Au. Ihr seid eine verdammtes Ärgernis. Au. Was ist das für eine Anzeige wieder? Ja, das ist zumindest kein, ne? Keine Festung ist. Natürlich kann ich den auch nicht leicht töten, weil das hat ja auch jeder gesehen. Das ist so ein Schwachsinn. So, du kannst mal wieder mich vollpumpen. Und dann machen wir weiter. Das wollen wir mal sehen. Gott, du kannst doch noch so weit springen. Du kannst doch 1000 Meter weit springen. Na, machen wir Terrorisierung. Da ist das. Und du genauso. Das ist alles jetzt da dran. Dass du jetzt drauf gehst, du Sackgesicht. Ach ja? Klappt auch bei dir ganz gut, wie ich gesehen habe. Bist du vergiftet, hä? Du gehst mir auf den Keks. Bist du gebrochen? Das heißt, du bist jetzt tot. Warum explodiert das immer? So. Rune des Dreschens. Rekrutiere Ork, Level 40, besiege Feinde, explodiere mit einer Wahrscheinlichkeit von 18%. Ja, das habe ich gemerkt. Vermutet Ork allein 50% weniger Schaden. Au, oh, ich habe X gedrückt. Gut, das Spiel meinte, ich habe es nicht gedrückt. Au. Oh. Haut mir einfach auf den Fuß. Werf jetzt meine Messerchen. So, denn ich weiß, Karagor hören nicht auf, mich zu jagen, also sterben sie so. So, du stirbst auch. Die Schildträger sind ein bisschen was langsamer. Ja, genau, den Verbündeten aussaugen und nicht der direkt vor einem steht. So. So, ihr könnt euch jetzt. Genau. Geht doch. Fucking geht doch. Jetzt. Auf dem Weg dahin. Naja, können wir auch die ganzen Sachen einsammeln. Ich wollte eigentlich nur zwei Folgen aufnehmen heute, aber gut. Machen wir halt drei draus. Einfach nur, weil mich das jetzt abgefuckt hat. Und vielleicht finden wir noch irgendwelche Kommandanten, die auf die Nase wollen. Und keine zigtausende Karagors. Ich habe gesagt, keine. Ja, da sagt dann auf einmal noch, okay, gibt es doch viele Karagor. Ja gut,
Habt ihr Spaß mit dem Karagor? Ich hau ab. So, da haben wir vorne haben wir noch ein goldreales Artefakt. Ich glaube, diese Statue stellt Galadriel dar. Eine Elbenkönigin aus einem sagenumwobenen Wald jenseits von Gondor. In unseren Büchern fand ich wenig über sie, aber ich weiß, dass ihr Name Baummaid bedeutet und ihr Haar aus Gold und Silber sein soll. Sie war eine Elbenmonarchin des ersten Zeitalters. Welche Wunder sie gesehen haben muss, als die Welt so jung war. Okay, dann sind wir hier durch. Also zumindest mit der Statue. Ja, ist es. Aua. Aua. So, du kannst auch. Aber, ja, genau, das wollte ich auch machen. Alles wollte ich genau so machen, Spiel. Das wollte ich so machen. Der hat nämlich noch einen Schatz. Kann nämlich noch hergeben. So. Na, wen haben wir denn da? Skark. Legendär, episch. Meine Fresse, wie viele Typen haben wir hier? Der Kreuz genießt enorm verbesserte Gesundheit. So viele Cargo und alles. Merken, da sollten die eigentlich riechen. Wilde Cargo hätten mich schon gerochen. Was machen die da? Richten die gerade nach unseren toten Verbündeten? Ha. Okay. Wir können doch da zumindest hoch und den mal ein bisschen erdolchen. Beziehungsweise du kannst einer von meinen Leuten sein. So, nein. Du solltest nur kurz runtergehen. Was macht der denn da? Von wem? Was glaubst du für Käse? Sprungblockade. Skag der Sammler. Au! Ach so. Wir ignorieren einfach mal, dass wir eingefroren werden. Unglaubliche Kraft in den Armen. Die Stärke und Anmut in den Beinen. Und ich bin stolz darauf, so etwas zu entdecken. Ich bin eine Art Sammler. Ja, eine Art ist gut. Hallo, ich friere dich ein, Freund. Ich dachte, ich kann kurz danach in Dings gehen. Ah, habe ich gemerkt. So. Den da hinten. So. Komm. Oh! Ich habe aber eine zweite Chance, du Sack. Genau deswegen. Kannst du mal endlich drauf gehen? Angepasst. Kann ich aber greifen. Und da kannst du fallen. In dieser Sackgesicht. Ring der Eroberer. Was kann der?
Friere einen Feind ein, während dein Zorn voll aufgeladen ist. Chance, dass ein Angriff bei vollem Zorn Frost verursacht. Shell Protokoll Fokus wieder. Das ist super. Jetzt müsstet ihr nur anstatt Tötung bei Fokus wiederstellen, Leben hervorrufen, sonst hätte ich die beste Rune ever. So, jetzt brauchen wir nur noch vollen Zorn, weil Zorn benutze ich super wenig. Ah, ich kann ein bisschen HP gebrauchen. So. Aua. So, eingefroren. Eingefroren. Damit ist unser Ring fertig. Das ist halt so gut, einfach Gegner einfrieren. Aus dem Nichts einfach. Tu es endlich. Spring deine wunderschönen Arme, die ich so gern gehabt hätte. Was kackt der Sammler? 12% Chance. Haben wir jetzt pro Schlag einen Gegner einzufrieren? Ah, verdammt. Ich hätte so kurz davor gestanden. So, du kannst. Ah ne, wir haben es anscheinend geschafft. Da, der ist nämlich jetzt eingefroren. Au. Ich bin tot. Ne? Okay, oder auch nicht, weil der eingefroren wurde. So gut, ey. Das hat mir jetzt schon den Arsch gerettet. Das ist dann besonders gut, wenn man einen Gegner hat, der immun gegen Frost ist eigentlich. Aber durch diesen Ring kann man die trotzdem mit Frost, naja, einfrieren. Der ist so gut, der Ring. Ich, habt ihr gesehen, wie ich dann trotzdem noch eigentlich mit weggerollt habe? Aber gut. So, tschüss Karagor. Und du möchtest gern... So. War ein bisschen knapper, als ich gedacht habe, aber der war auch ein bisschen höher als wir. Zumindest wird es ein bisschen spannend, die Folgen. Also ein bisschen. Da unten, da hinten. da unten. So weit unten ist das ja eigentlich nicht. So, gib uns das Ethylin. Neid. Neid. Der gute Neid. Oh. Ach, das war ja oben, stimmt ja. Das heißt, hier müssen wir immer hochklettern. Hallo. Freiflug gefährlich. Wow, dunk. So, schön hier hoch. Und ja. Du müsstest schon die Leiter treffen, Talion. So, hier rüber. Oh, tut mir leid, Olok. Tote Michel, sorry. Um zu herrschen, muss man bereit sein, alles Dagewesene zu zerstören. Selbst die Erinnerung löscht werden. Denke nicht an das Verlorene. Denke nur an das, was kommt. Dies ist die Geschichte, die sich der dunkle Herrscher erzählt. Dies ist die Geschichte, an der Mittelerde zugrunde gehen wird. Ah, Mittelerde geht zugrunde? Ja, bin ich zum ersten Mal. Da haben wir das Bild. Sauron, der Giftgeber, also der Geschenkegeber. Der Herr der Geschenke, so hieß er ja. Herr der Ringe und Herr der Geschenke. Die Hügelgräben sind doch auch hier in der Nähe. Ja, Schnellreise wurde noch nicht freigeschaltet. Noch nicht. Können wir es halt mal eben schnell holen. Die Schnellreise. So. Schön auf das Kaff. Ethylentür ist jetzt auch da. Könntest du da das holen? Da Schnellreise machen. Können wir jetzt den Weg nach draußen nämlich sparen. Ja. Online.
Ja, yep, das ist wieder der Level 28er. Ja. Hallo. Ja, der Waldläufer. Aber der Waldläufer ist nicht da für euch. Der Waldläufer ist hier für ein bisschen Artefakte sammeln. Das Wahrsagen, weiter zu sehen als mit gewöhnlichem Blick, hat uns immer fasziniert. Diejenigen, die behaupten, dazu fähig zu sein, wollen im stillen Wasser einer alten Schale die vielen Gefahren Mordors vorhersehen. Oder das schöne Gondor selbst erblicken. Doch der Schale fehlt die Reichweite und Klarheit des Palantir, und ich frage mich, ob sie uns überhaupt etwas anderes zeigt als unsere Wünsche. Hm. Nein, das muss jeder für sich selbst wissen, ob der Palantir genau das zeigt. Wissen tun wir es nicht. Hier im Wald ist eigentlich sehr viel Wildzeug. Also wenn ihr Spaß habt, an Wildzeug zu bekämpfen, seid im Wald genau richtig. Wie man sehen kann, immer so Karagor-Pass, ein Grauk da hinten. Ja, der schnuppert uns, aber wir können noch Schleichangriffe machen auf Tiere. Natürlich hat er uns gesehen. Ja, war klar, dass du das jetzt versuchst, aber das war dein Untergang. Ja. Tja. Wenn ich hören will, muss fühlen. Hauptsache der Kargo kämpft jetzt damit so ein paar Uruks. Ach, das ist ein Sklaven-Uruk. Ja, viel Spaß. Das sind zwei Graugis. Die sind aber gefangen, glaube ich. Manche betrachten Ringe lediglich als Zierde, Schmuck für den Finger. Doch dieser Ring kennzeichnet seinen Träger als Herrscher Gondors aus der Linie der Hammerseer. Und die Verzierungen formen ein Siegel, das Briefe ziert wie eine Unterschrift. Dieser Ring ist vielleicht das Einzige, was von Hammersiers Linie bleibt. Ich weiß, dass sie beim Fall Minas Ithils ausgelöscht wurde. Ein symbolträchtiger Ring ist viel mächtiger als einfacher Schmuck. Aha. Das ist also der königliche Ring, hä? So besonders finde ich, sieht der gar nicht aus. Aber wenn es halt der königliche Ring ist, ist es halt der königliche Ring. So sag ich doch, das sind die. Da können die ruhig rauskommen zum Spielen, ne? Sollen sie ruhig rauskommen zum Spielen. Ich mache mich dann auch mal vom Acker, ne? Ach, die Schnellreise. Die Schnellreise hätte ich auch machen können. Ja, aber gut. Ach, andersrum. Hier, andersrum. Aber gehen wir mal den Weg hier so durch das ganze Gewirr. Hui. Au. Das hat Schaden gemacht. Ist ja frech. Hallo. Halt ein Wurm, der lässt halt die ganze Zeit fucking. Der lässt halt die ganze Zeit so. Naja, Explosives fallen. Oh wow. Lass los, lass los! Lass los, der war gut! Ja, reicht. Okay. Das habe ich davon, mit dem Essen zu spielen. So, du kannst schön herkommen. Und jetzt kann ich dich abstechen. Dankeschön für die Gabe. Aber wenn das freiwillig rausgegeben hätte, hätte er auch überleben können. Hat aber nicht, also tut er es auch nicht. Da ist noch so ein gondoranisches Artefakt. So, und jetzt tritt und runter. Minas
Sithils Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith, aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Dieses hier, Geschichten aus dem fernsten Umbar, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Korsaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Tja, werden wir nicht erfahren. Denn er schlägt das Buch nicht auf. Our Tales of the Farthest Umbar is here. For you and me to enjoy. Let's go, friends! It's time to play in English. Haha! Now I suck you dry. Oh, wie doof, ne? Uschak der Reimer, du gehörst der mir. Der Ork strapaziert seinen schwachen Verstand mit Plänen und Ideen. Machen wir es ihm leichter. Aber auf welches Level bist du? Könntest mir dienen, wenn du nur Level 17 bist. Oder geringer. So. Durchsuche den Außenposten. Da, ist Level 17. Wir können jetzt einen von unseren machen. Ich bin jetzt nicht mehr böse, dass er, naja, mich ermordet hat. Da kommen wir mal. Au! Du Penner! Also wirklich. Manieren. Krieg ich dich noch auf meine Seite? Ja. Ich finde es auch gut, teilweise haben die Bogenschützen mehr Rüstung als die richtigen Nahkämpfer. Bist du eigentlich ein Pferdleser? Ja, er ist ein Pferdensucher. Das heißt, er wird uns finden, zwangsweise. Zwangsweise wird er uns finden. Also bringen wir es hinter uns. Wie Waldläufer schmeckt, das will ich wissen. Alle haben Sprungblockaden, dieser. Wie wär's, wenn du dann festgesetzt wirst? Erzürnt durch Festnageln. Okay. Nein, nicht Sieg. Ach komm. Ist gut jetzt, ne? Ja, komm. Ich möchte zu meinem neuen Freund. Und genau das machen. So, du gehörst jetzt zu meinen Leuten. Gewiss, in diesem Krieg ist einzig unser Sieg. Okay, da hat mir die Mundbewegung gefehlt. Kommt die jetzt? Da kommt sie. Na, hau mal ab hier. Bevor du mit drauf gehst. Beherrsche Hauptmänner. Ja. Holen wir uns mal das Monument hier. Ist eh der Außenposten ist ja sowieso gewarnt, dass ein gewisser kleiner Waldläufer hier rumlungert. Aber dich konnte ich natürlich dann schleich bekehren. Warum auch immer. Ja, riecht er was? Oh, hallo. Noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund.
Der Reiz des Spaßes ist auch, wie du versuchst, cool wegzulaufen und dann einfach in eine Tür reinläufst. Hauptmänner befehligen und hochstufen. Rufe das Armeenmenü auf, um deinen Gefolgsmann zu befehlen, einen feindlichen Hauptmann anzuvisieren und zu töten. Schließt dein Gefolge den Gefolgsmann-Auftrag erfolgreich ab, erhöht sich seine Stufe und er wird stärker. Geht schlecht, wenn der schon auf seinem Level ist, wie auf meinem Level. Deine Gefolgsleute können immer nur bis auf deine aktuelle Hochstufe aufsteigen. Genau das habe ich ja gesagt. Markiere einen Gefolgsmann. Bruce kann man natürlich nicht benutzen, weil er ist ein storybedingter Typ. Ushak. Wähle einen feindlichen Häuptling aus. Genau wie Erzfeind-Aufträge ist auch ein Gefolgsmann-Auftrag für begrenzte Zeit aktiv. Läuft der Zähler unter dem Auftrag ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. Dein Gefolgsmann wird versuchen, diesen Gefolgsmann-Auftrag allein zu bewältigen, aber du kannst dich ihm anschließen, um seinen Feuer abzusichern. Wenn dein Gefolgsmann erfolgreich ist, erhöht sich seine Stufe. Ich habe das Gefühl, der ist direkt hier eigentlich. Nee, wer bist du? Um Gnade, du Made. Und ich zermalme dich schnell. Zucker, der Alberne. Na, wollen wir mal gucken. Erstmal haben wir was kaputt zu machen. Wildstamm, Stammesmonument zerstört. Aua. Wer hat mich abgeschossen? Du? Was für ein Regen? Tatsächlich, da ist ein Regen. Dass er darauf kommentiert, habe ich auch noch nie gemerkt. Oh, aua. Okay, der Alberne ist gefährlich. Aber solange wir auf den nochmal draufprügeln können, der muss nur eingefroren werden. Ah, voll. Du hast Explosivpfeile. Explosivpfeile sind gut. Also kannst du auch mal zu uns kommen. Ich diene nur dir. Habt ihr gesehen, von 16 ist er jetzt auf 17 hochgestuft worden, weil wir in unserer Rune das passende Juwel dazu haben. So. Und du kannst als Gesundheitsspritze mal wieder dienen. So, und hier ist noch vorne ein Auftrag, den können wir auch noch ausführen dann. Wie gesagt, Phaelas, richte Orks hin, die sich dem hellen Herrscher nicht unterwerfen wollten. An die Mission kann ich mich nicht zwangsweise erinnern. Was verlangt denn ein Verhugend der Gerechtigkeit? Phaelas. Sauron hatte mich und mein Volk verraten. Ach, das war die Mission. Besiege mehr Orks als die angreifenden Drachen. Töte Orks mit Explosionen. Das war natürlich super einfach, wenn man einen Drachen fliegen konnte. Nämlich daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich die Mission halt auf dem Drachen halt gemacht habe. Ich habe schon 8 gemacht. Und die halt. Nur 2. Die Mission war so einfach, wenn man auf dem Drachen reiten darf. Hier bin ich mal weg. Ich muss halt noch einen Drachen vernichten. Habe ich den gerade in den Po geschossen? Ich glaube schon. Ich habe nur einen Ork mit Explosion getötet. Das bezweifle ich aber ernsthaft. Das bezweifle ich ernsthaft. So. Drachenjäger von Norden abgeschlossen. Hm? Eine Community-Auftrag, okay. So, ich brauche irgendwelche Explosivsachen. Wieso habe ich nur einen getötet mit Explosivsachen? Das ist doch Frechheit. Hallo, hochklettern
Darfst du das nicht? Ist das nicht in deinen Code eingearbeitet? So. Warum ist hier nichts zum Explodieren? Das ist so behindert. Warum ist hier nichts zu explodieren? Ist ja gar nichts mehr zu explodieren hier. Verlassen wir den Auftrag. Kommen wir wieder, wenn wir Drachen reiten können. Dann ist das auf jeden Fall easy. So ein Käse. Also wirklich. Nur, obwohl ich so viel... Lassen wir einfach mal da stehen. Ja, online ist mir egal. Entschärfen mal, wie man diesen Außenposten hier. Ist ja dadurch auch zurückgesetzt worden. So. Außenposten richtig gut. Wir müssen Wellen von Feinden besiegen. Ja, dann wird sowieso. Dann ist sowieso Alarm. Das ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Ja, der Alarm ist ja dann. Au! Dankeschön! So, der zählt gar getötet. Ja, ich wollte schon sagen. Hallo. Au! 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 Wow, das fängt schon super an. Der. Ja! Okay, gut. Wir haben uns gegenseitig geschlagen anscheinend. Boah, Leute. Fängt das direkt schon so an, ne? Oh, damit ist meine Macht wieder weg. So, ich brauche einfach mal kurz Saft. So, einer weg. Ja, noch einer weg. Boah, oh, knapp. Köpfe, wenn wir draufhauen, auch im Schild, dann... Gib mir die Macht. Gib mir die Macht und nicht einfach runterfallen. Du mieses Stück. Kot. Na, Level 17. Der Mörder, der keine Überzahl fürchtet. Er wird mich fürchten. Der sieht ja cool aus. Den möchte ich haben. Den möchte ich echt haben. Der sieht cool aus. Weißt du was? Du solltest ihn zum Leibwächter von dem Häuptling machen, damit er ihn, naja, verraten kann. So ein Häuptling nimmt natürlich nur einen Leibwächter, der sich bewiesen hat. Und am besten geht das in den Kampfgruben. Wieso man vertrauenswürdig ist, wenn man da gewinnt? Keine Ahnung, aber es ist verdammt lustig. Außerdem vertraut eh nur ein Idiot einem Ork, also passt das schon. Na los, versuch's mal. Dass er sich überall rumtreibt, um von hinten zu kommen und uns Sachen zu sagen. Spüren auch selben. Häuptlinge nutzen die Kampfgruppen in Ritualkämpfen, neue Leibwächter zu rekrutieren. Befehle einem Gefolgsmann, die Ränge eines Häuptlings zu infiltrieren, indem er sich in den Gruben beweist. Wenn du seinen Herren das nächste Mal triffst, wird er ihn verraten, indem er dem Häuptling in den Rücken fällt. Du kannst einem Gefolgsmann auch befehlen, eine leere Garnison der Festung zu infiltrieren, wo er während deiner späteren Belagerung einen Siegespunkt einnehmen wird. Markiere einen Volksmann. Noch haben wir hier den hier, Zucker der Alberne. So, spüre den da aus. Dein Gefolgsmann muss in den Kampfgrünen überleben, bevor ein Spion werden kann. Du
kannst bei Kämpfen in den Kampfgründen zusehen, aber um die Tarnung deines Gefolgsmanns aufrechtzuerhalten, darfst du nicht eingreifen. Erstmal haben wir den da vor uns. Außenposten. Anführer. Was? Was? Dankeschön. 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 Wow, Dankeschön. Was ein Bullshit. Ein Blutbad, das verspreche ich dir. Solch Schmerz. Verrat jetzt. Der Schrei wie ein Tier. Gut. Dann töte ich dich halt eben. Ich wollte dich am Leben lassen, aber... Dann stirb halt eines eligen Todes, du mieses Stück. Es entsetzt? Punch-Angst vor Hinrichtung? Dann hast du nicht das Recht zu leben. Du mieser Verräter. Neues Schwert. Wo hier im Schwert? Richte einen Feind hin. Stellt bei einer Hinrichtung 25 Gesundheit wieder her. Oh, benutzen wir es mal für eine Zeit. Das, weil unser kleiner Typ hergekommen ist. Bruce. Dass dann der ganze... Dass der ganze dann einfach abgebrochen wurde. So ein Käse aber auch. Na gut, gucken wir uns mal an, wie uns unser Zucker sich denn macht im... Naja. In den Kampfgruben. Wo man sehr schnell ganz einfach viele Orks verlieren kann. Schön zum Gelben hin. Ist auch kein besonderer in der Nähe. Bis auf der hinter uns, der Kommandant. Der Level 28er. So. Zucker der Alberne versus sowas. Zucker der Alberne muss einen gegnerischen Hauptmann besiegen, um sich zu beweisen und Spion zu werden. Mir wärst du besser nie begegnet. Zeig mir, was du drauf hast. Leide. Blute für mich. Wow, der hat ja mal recht gut getroffen. Aber macht er gar nicht so schlecht. Das macht er recht gut. Soll er so weitermachen? Mach weiter so. Ha, ja. Natürlich, er hat ja halt Gefolge, ne? Ist halt ziemlich nervig. Ah, gute Arbeit. Das hätte anders ausgehen können. Gash, das Wrack ist gestorben. Zucker der Alberner gewinnt. Als Spion aktiv. Gash, das Wrack getötet. Und wir kriegen natürlich sein Dolch. Rovanien-Dolch. Ich habe aus Versehen meinen Typi gerufen. Er trifft einen vergifteten Feind. Nö. Was war das? Legen wir los. So, kannst du wieder gehen. So. Cargo-Raubzug. Ja, komm, machen wir den einen Cargo-Raubzug. Wir sind ja eh in der Nähe. Ja, hier kommt was. Ah, glaube ich nicht, Tim. So, Cargo-Raubzug. Irgendwer überfällt irgendwen. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendeinen netten, den wir übernehmen möchten. Ich will nicht nochmal auf Karagor-Jagd gehen. Also sorgt dafür, dass denen hier nichts passiert. Sie wittern uns nicht. Okay. Geht da rein und holt diese Karagor. Der Steinfaust. Versaut es ja nicht. Der ist doof. Öffne die Karagor-Käfige. Okay, ja. Stimmt, du hast ja gar kein Karagor. Doch. Wie viele Karagor sind denn hier? Haben wir nicht genug anscheinend. Da hinten ist auch noch einer. So, haben wir jetzt alle Karagor raus? Nein, noch nicht.
Und jetzt haben wir alle Karagor raus. Was ein Karagor-Fest. Und der Hauptmänner bekriegen sich. Weil da so viele Karagor am Betteln sind. Ah, ich glaube, der eine hat gerade einen Karagor gemacht. Okay, der 17 hat zumindest einen wilden Stammtyp. Oh, das tut weh. Oh, gut gemacht. Das sind beides Schildtypen, ne? Ihr habt das sind beides Schalltypen, Schildtypen. Wirklich? Okay. Der geht echt zu uns. Du kleines Kackvieh. Meine Fresse. Anstatt dir da hinten anzugreifen. Oh, du witterst mich, hä? Okay, gut. Ich habe nichts mehr zu schießen. Ich habe auch ein Wurfmesser. Ich stutz dich zurecht. So, wir helfen mal. Kann es keinen Raum zu geben, den du nicht ruinierst? Überall musst du deine hässliche Nase reinstecken. Sagt ja gerade der Richtige. Nein, lass mal los, mein gutes Stück. Trag Steinfaust getötet. Oh Moment, das heißt, der andere hat das geschafft, ne? Der ist jetzt auch Level 20. Ja, gut. Heißt, dann müssen wir dich jetzt auch töten. Da habe ich nämlich ein bisschen Scheiße gebaut. Und jetzt wieder mein beliebter Trick. Das sieht mega gut aus, wenn das so was passiert. Einfach alles explodiert. Noch ein neuer Böge. Verpasst einen Kopftreffer, Gegner einen Kopftreffer, Schuss an Kopftreffer, Gegner einfriert. Die beste Variante ist mit Fluch. Weil an Fluch kommt man super schwer. Langbogen des Waldläufers, Numenor Langbogen. Auf Talentsstufe verbessern. Level 18. Schäpretruckung 6 Gesundheit wieder her. Nehmen wir mal die jetzt. Obwohl, ne, ich mag die aber eigentlich ganz gerne. Aber ich hätte die gerne auf dem richtigen Level. Aber wir sind noch nicht Level 20, um die zu verbessern. Zumindest ein Level haben wir hier wieder. Geisterhinrichtung. Unablässige Macht. Das war super. Aber auch Level 19. Hier. Barbarische Eis. Frostfestnageln wirkt bei Orlok, Kai und Bestien. Weil manche Orloks haben das ja auch als... Naja. Als Schwäche. Ach, wer auch immer du bist, mit dir mache ich nächstes Mal weiter. Also machen wir dann hier mal eine Pause. Wenn wir den mal runtergekickt haben. Und tschüss. Doch. Voll? Ja, komm, den machen wir noch. Ja, jemand hat ihn getötet. Kommst du näher? Komm näher, näher, näher. Dann halt nicht. Lausche dem Klang meines Horns. Es ist der Klang deines der Klang deines Todes. Also schleichen war auch schon mal einfacher. Ich war dich am Hauen, dankeschön. Der hat Orloks. Der hat zwei. Blutsbruderverteidigung. Blutsbruder und ich kümmern uns darum. Höchstpersönlich. Das ist ein Problem. Das ist natürlich dein Blutsbruder. Das ist ein Problem. Geh weg.
So, dass sein Blutsbrot ist. Kurz. Ja, ist halt ein bisschen doof, dass das jetzt zwei sind. Ah, komm her. Wenn ich eh aufhöre, ist sowieso mein Zorn weg, also. Tagrad der Beschützer. Er ist natürlich erzürnt, weil wir seinen Blutsbruder gemacht haben. Du bist so ein Brecher, oder? Das heißt, du stehst wieder auf, ne? Du kannst mir nichts tun. Ja. Kein Mensch bezwingt mich. Ach ja. Ihr Brecher seid so nervig. Ja. Man sieht nicht, warum der erzürnt ist. Deswegen ist er auch nicht mehr erzürnt. Au. So. So. Den können wir noch mal eine geben. Oh, knapp. Aua. Au. Ja, ganz cool. Ich habe nicht umsonst zweimal letzte Chance. Hallo, dort ist tot zu sein. Ja, jetzt bin ich tot. Das habe ich davon. Immer wenn ich die Folge verlängere, kriege ich einen auf der Nase. Eine sichere Beförderung. Warum war der eine nicht tot? Normalerweise, wenn die gebrochen sind, macht man Hinrichtung, dann sind die auf jeden Fall tot. Warum war der nicht tot? Nervig. Schon wieder her. Wo bist du? Halt nicht. Wenn du in einer der Türme bist, kann ich dich super schnell wegmachen. Warum bin ich hier hinten? Ja, warum ist die Schnellreise nicht verfügbar? Schnellreise ist verfügbar. Komm schon. Warum ist die Schnellreise nicht verfügbar? Willst du mich veralbern? Und wenn wir Sauron besiegt haben, was dann? Mittelerde wird frei sein von seiner Verderbnis. Oh. Menschen und Elben und ein anderer wird sich erheben. So, haben wir. Darf ich jetzt. Warum? Willst du mich verkackeiern? Warum darf ich nicht Schnellreise benutzen? Ja, dann fick dich halt. Dann laufen wir halt den verkackten ganzen Weg. Auch weil da auf einmal jetzt ein Drache angeschissen kommt. Deswegen, hä? So, der Drache weiß jetzt nicht, wo wir sind. Ich habe Zeit verstreichen lassen gedrückt. Ich dämel. Fucking X und Viereck. PlayStation Xbox Controller. Kack. Anders. Ah! Ah doch, okay, das zählt noch. Warum bin ich denn hier jetzt? Ja, zählt jetzt nicht mehr als Blutding, also können wir hier auch Schluss machen, weil dort bringt jetzt auch nichts mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Let's Play Mittelerde, Schatten des Krieges mit mir, dem Marius, und natürlich euch, den Zuschauern. Also, wenn es euch gefallen hat, wie ich jetzt am Ende noch mal ein bisschen mich geärgert habe, dann schaltet doch beim nächsten Mal auch wieder ein. Also, abonniert mich, um das auch nicht zu verpassen. Dann sag ich mal, haut rein. Bis dann, Leute. Ciao, ihr Lieben.